Herzlich willkommen zu Silent Hill 2. Wir haben eine sehr, sehr harte Zeit hinter uns in der letzten Folge. Bis jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es schlimmer fand wie das Gefängnis, muss ich sagen. Das Gefängnis hat mich schon übertrieben abgefuckt. Das Gefängnis hat mich schon wirklich psychisch belastet. Ich weiß nicht, ob ich dieses kurze Intermezzo, wo wir hier ohne Waffen unterwegs waren, ob ich das schlimmer fand wie das Gefängnis. Ich glaube fast nicht. Aber schön war es auf jeden Fall nicht. So, das ist nicht Zimmer 312. Das ist Zimmer 312. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier Mary finden. Würde mich sehr wundern. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wird hier irgendjemand wohnen, der mindestens 119 Jahre alt ist. Schicke Bettwäsche auf jeden Fall. Und wir haben gar... Ah, doch, warte mal, hier. Ach, da können wir das Videotape... Ah, okay. Wir gucken mal noch ins Bad. Bitte sei einfach zu. Hä? Sei einfach zu. Da muss ich keine Angst... Ja, okay, Gott sei Dank. So, let's go. Videokassette. Hallo, Gija. Gute alte Röhrenfernseher, ne? Das waren noch Zeiten. Da war nichts mit 4K, ne? Da war alles 360p. Are you taping again? Come on. Theorie. Theorie. Mary ist natürlich tot, das wissen wir ja. Er war mit seiner Frau wirklich in diesem Hotel irgendwann mal und hat sie da gefilmt. Das sind gerade seine Erinnerungen in dem Hotel, die wir durchleben. Und das Videotape gibt es aber wirklich, weil er tatsächlich mit seiner mittlerweile toten Frau mal hier war und sie hier gefilmt hat. Und das gucken wir uns gerade an. 300 IQ. Ich habe das Spiel schon, ich hätte es gar nicht spielen müssen. Ich habe das Game schon durchschaut. Ja, ich finde es ja auch super. Also, abgesehen von den Zombies ist es hier echt schön. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Oh, da war sie auch schon krank. Da hat sie schon gehustet auf dem Video. Was ist da passiert? War das der Pyramidenkopf gerade? Sah ein bisschen so aus. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on. Talk to me. He's gone. Oh. Oh mein Gott, die Erkenntnis. Das erste Mal, dass er sich eingesteht, dass Mary tot ist. Bis jetzt haben wir sie ja gesucht. Liar. That's a lie. No.
is the truth. Aber wenn er jetzt weiß, dass sie tot ist und sich das selber eingestehen kann, müsste dann dieser Albtraum hier nicht einfach zerplatzen? I killed her. Oh, warte, was? Nein. Killer? Why did you do it? Nein, glaube ich nicht. I want her back. Give her back to me. For real? I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you, I hate you, I hate you. Fällt dir auf, dass er immer müde und so aussieht? Tatsächlich nicht, nee. She was always waiting for you. Why? Why? Hast du doch gesehen im Video? Boah, ich hab da nichts. Sorry. Ich hab da nichts erkannt, ehrlich gesagt. Mary, you know, isn't here. Also, dass er sie getötet haben soll, habe ich dem Video nicht entnehmen können. Schickes Raytracing, by the way. Doch mit einem Kissen. Ah, okay, das habe ich. Ja. Also, ich glaube es dir natürlich. Ich habe es nicht erkannt. Mary? Das Video war so verwackelt und unscharf. Ich habe nicht gecheckt, was da abging am Ende. Ah, wir sind wieder in der ekligen Welt jetzt. Er hat sie geliebt, aber er konnte ihre Krankheit nicht mehr ertragen. Ach so, boah, das ist krass. Das ist crazy. Oh, fuck, wir sind wieder in der... Wir sind wieder in der runtergerockten, ekligen Welt jetzt. Not a big fan. So... Ich warte auf dich. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich ist jetzt die Tür zum Aufsichtsraum offen. Ich frage mich aber auch, was hat es mit den zwei Welten auf sich? Auch das muss ja irgendwie einen Hintergrund haben. Warum gibt es eine Welt, in der alles so halbwegs normal aussieht? Und warum gibt's hier diese komische Welt, wo alles so, ne, verkommen ist? Also was ist die Bedeutung dahinter? Bitte sei zu. Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass hier Gegner kommen. Das passt gerade nicht zur Atmosphäre. Aber man weiß ja nie, ne? Also, wir sind mal auf alles gefasst. Also ein was muss ich sagen, man kann ja über die Performance von dem Game hier sagen, was man will. War jetzt nicht so geil, sind wir alle ehrlich. Aber so der Grafikstil und wie das Game aussieht, das ist schon alles verdammt geil. Wobei ich sagen muss, ich glaube, irgendwas wurde gepatcht. Also das Game läuft deutlich, deutlich flüssiger, komischerweise, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu spielen.
Kann sein, dass sie da einen Patch nachgelegt haben. Mittlerweile habe ich 80 FPS, die droppen auch nicht mehr auf 3. Sondern laufen relativ angenehm so durch. Da scheint es weiter zu gehen. Ich würde wahrscheinlich erstmal da runter gucken, weil ich glaube, da ist eine Sackgasse. Von da kommen wir. Die Tür war zu. Die ist auch zu. Da ist nichts mehr und die wird auch zu sein. Oh. Oder auch nicht. Und das ist wieder ein toller Raum hier, wo es einfach gar nichts gibt. Ich habe Angst davor. Oh. Warte, wo bin ich jetzt? Warte, hä? Kann es sein, dass wir ganz, ganz kurz vorm Ende sind? Chat, habe ich es bald geschafft oder habe ich es bald geschafft? Also ich muss sagen, vielleicht für euch. Keine große Leistung, aber wenn ich das Game hier überlebt habe, bin ich. Ich werde wirklich stolz auf mich sein, ne? Ich werde wirklich stolz auf mich sein und einfach nur glücklich sein, wenn ich dieses Game hier durch habe. Alter, auch wo ich Dead Space durch hatte. Als ich Dead Space durch hatte, Dead Space Remake, ich war so stolz auf mich, weil ich mich jedes Mal dazu zwingen musste, dieses Game anzumachen und zu spielen. Weil es einfach Bock gemacht hat, aber weil es halt einfach trotzdem als Horror-Game für mich super, super anstrengend war. Und wo ich Dead Space Remake durch hatte, ich war so stolz und glücklich. Aber wirklich krasse Überwindung, muss ich sagen. War wirklich krasse Überwindung. Ja, hat ein Performance-Patch nachgelegt. Ja, das merkt man aber. Das fällt auf. Die Kleine war mit Mary befreundet im Krankenhaus. Und Mary hat der kleinen Silent Hill immer als schöne Stadt dargestellt und erzählt, wie ruhig Silent Hill und schön Silent Hill ist. Daher sieht sie die ganzen schrecklichen Dinge in Silent Hill nicht. Boah, krass, Alter. Was sollen wir denn da sagen? Wir hatten das Game und wir hatten dich. Ja, aber... Ist ja trotzdem nicht gesagt so, dass man jedes Game gleich gut findet, ne? Also... Okay, was soll ich mit dem Wagen machen? Ich bin verwirrt. Still can't get it right. Es klappt immer noch nicht. Boah, krass. Aber ich muss auch sagen, hätte Fila mir jetzt nicht sehr, sehr viel Background erklärt zu dem Game. Ich hätte es nicht gecheckt. Also vielleicht kommt ja noch mehr Lore oder vielleicht erklärt das Game irgendwie noch mehr in ein paar Cutscenes oder so. Aber hätte ich jetzt die Infos von Filat nicht gekriegt, hätte ich nicht gecheckt, dass wir Mary umgebracht haben. Ich hätte auch das mit der Kleinen nicht gecheckt, dass die Kleine Mary aus dem Krankenhaus kennt.
Das hätte ich alles nicht geblickt. Also das ist ja auch wieder, ist ja halbes Dark Souls hier. Ist alles sehr kryptisch erzählt. Okay, ganz kurz. Hat der Wagen hier einen anderen Zweck, als dass ich ihn wegschiebe, damit ich hier reinkomme? Soll ich damit irgendwas machen mit dem Wagen? Oder muss ich den einfach nur wegziehen, um danach hier drin das Foto zu holen? Weil irgendwie, was soll ich damit anfangen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Game ja auch gespielt, aber mich hat es nicht gebockt, aber jedem das seine. Pascal, redest du jetzt von Silent Hill oder redest du von Dead Space Remake? Weil wenn du von Dead Space Remake redest, dann ja, also dann habe ich einen Freund verloren, ne? Wenn du jetzt Dead Space Remake schlecht machst. Silent Hill? Ah, ja, schwieriges Thema. Es gibt keine Heilung für deine Wunde. Die Wunde ist tief. Also ich muss sagen, das Game war... Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Wenn mir ein Game nicht gefällt, dann spiele ich es nicht. Wie oft haben wir Games abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich fühle es nicht und damit will ich meine Lebenszeit nicht verschwenden. Also ich bin da relativ schmerzlos, wenn ich ein Game zocke und ich sage nach 5 Stunden, ich fühle das Game nicht, dann höre ich halt auf, das Game zu zocken. Dass wir Silent Hill, obwohl es ein Horrorgame ist und für mich super anstrengend zu spielen, dass wir Silent Hill durchgezockt haben, sagt schon sehr viel über das Game aus. Aber trotz allem, für mich gar kein Vergleich zu Resident Evil. Also Resident Evil ist irgendwo hier oben und Silent Hill ist irgendwo da. Es ist ein gutes Game. Die Story ist interessant. Du willst die ganze Zeit wissen, warum, was passiert hier, warum ist es hier so. Also die Story motiviert dich auf jeden Fall ein Stück weit. Das Gameplay ist okay. Gameplay ist so eine 6 von 10, 7 von... Na, sag mal 7 von 10. So schlimm ist es auch nicht. Aber so das Shooting und so fühlt sich alles nicht so geil an. Aber es ist in Ordnung. Aber... Resident Evil zum Beispiel im klaren Vergleich schon 1000-mal geiler, das muss man schon sagen. Okay, hier geht's nicht weiter. Was machen wir jetzt? Also muss ich doch was mit dem Wagen... okay, never mind. Ich weiß, was ich mit dem Wagen machen muss. Alles gut. Ey, ich hab's schon geschnallt. Der bricht jetzt hier durch den Boden und dann können wir hinterher springen. Oder wir fliegen gleich mit durch, kann auch sein. Dead Space habe ich nicht gezockt. Also Pascal, wenn du ein krasses Horror-Game willst, mit einer geilen Story und mit einer bombastischen Grafik, die aussieht wie aus 2027, zock Dead Space Remake. Absolute Empfehlung von mir. Super geiles Game. Habe ich offstream gezockt. Ich habe immer gesagt, ich würde niemals ein Horrorgame offstream zocken. Wenn ich Horrorgames zocke, dann quäle ich mich da wirklich für euch durch. Würde ich mir offstream niemals geben. Dead Space Remake habe ich offstream gezockt. Das sagt schon alles. Ich weiß bis heute nicht warum, aber es war geil. Es war geil, aber horrortechnisch Dead Space Remake doppelt so krass wie das hier. Also das Game hat mich nochmal härter gefickt wie Silent Hill. Silent Hill war ja gar nicht mal so schlimm. Silent Hill ist auch nicht so Jumpscare-mäßig schlimm, sondern eher so eine innere, das ist so bedrückend, das Game. Das ist so eine innere Last, die du auf dir hast beim Spielen. So, aber Dead Space war wirklich der blanke Horror. Wirklich Jumpscares, Angst, Dunkelheit. Du wirst wirklich das komplette Game einfach nur gepeinigt, Alter. Oh, hier ist sogar offen. Oh, das ist ein Safe Room. Das ist ein Safe Room. Bro, hier kann ich speichern. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Hey, das ist ein Safe Room, Alter. Ihr könnt mich mal. Hier dürfen keine komischen Geräusche. Das funktioniert so nicht. Bro, irgendwann... Packen die mal eine Puppe hier in so einen Raum mit so einem roten Feld, wo ich mich eigentlich 100% sicher fühle und dann bin ich tot. Dann sterbe ich einfach in Real Life, Alter. Okay. Bonfire lit, Alter. So,
Na gut. Wieder eine Erinnerung aus dem Originalgame. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich setze es mir auf die Liste. Ich setze dich gleich auf meine Liste. Auf meine Liste der 10 hottest chicks on the planet, Alter. Wascht euch, reinigt eure Körper. Säubert meine Augen von der Bosheit eurer Taten. Aber was man halt auch sagen muss, was ganz klar noch bleibt, oder was noch zu klären ist, ist, dass wer ist der Pyramidenkopf? Ne? Also er muss ja auch irgendwie einen Background haben. Ist er... Ich könnte mir vorstellen, dass der Pyramidenkopf, weil nichts hiervon ist ja wirklich wahr. Das ist ja, haben wir ja mittlerweile, glaube ich, uns darauf geeinigt. Das passiert ja alles nur in seinem Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass der Pyramidenkopf seine manifestierten Schuldgefühle sind sozusagen, dass er sie umgebracht hat. Er muss ja eine wahnsinnige Schuld mit sich rumtragen. Er muss sich ja Vorwürfe machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Pyramidenkopf so seine Schuldgefühle sind, personifiziert sozusagen. Okay, hier ist einfach nichts außer dieses komische Buch. Aber jetzt passiert was, wenn ich rausgehe, ne? Nee. Aber wir kommen hier nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Toilette, Lesezimmer, da waren wir schon. Okay. Und links ist Zimmer 207. Mehr gibt's hier nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Also laut dem Game kann ich hier die Treppe hoch, aber das ist ja eine Lüge. Vielleicht habe ich hier was verpasst. Die Wand sieht aus, als könnten wir die kaputt machen, aber nee, können wir nicht. Kann ich hier runter? Auch nicht. Kann ich mit dem Bild was machen? Auch nicht. Okay. Ich finde auch das hier viel schlimmer gerade, wie wenn es abgeht, so actiontechnisch. Also wenn gar nichts passiert wirklich und kein Gegner kommt, das belastet mich viel mehr, wie wenn du dich hier durchschnetzelst, so. Weil da hast du wenigstens was zu tun, da bist du ein bisschen abgelenkt, aber diese bedrückende... Ruhig bleiben. Aber diese bedrückende Stille hier... Die schlägt mir so richtig auf den Magen, Alter. Da kommt jetzt der Pyramid Head, oder? Nee? Kamera bewegen. Was für eine Kamera? Ach so. Okay. Ah! Alter, habe ich schon erzählt, dass ich an Silvester wieder in Schweden bin? Nina, willkommen zurück. Ist das unsere Stimme?
Ich bin Silvester wieder in Schweden. Ich glaube, ich habe es am Rande so schon mal erzählt irgendwann. Ich werde einfach nochmal in diese Höllenmaschine, die sich Flugzeug nennt, steigen. Aber nur auf dem Rückweg. Das wird mega geil. Ich habe mega Bock drauf. Oh, wisst ihr, an was mich das hier erinnert? Das ist ungefähr das, was ich sehe, wenn ich in der Dusche stehe. Ne? So 1:1 Maßstab. Egal. Zurück zum Thema. Ich bin Silvester wieder in Schweden. Wir machen von hier, also von Stuttgart, machen wir einen Roadtrip. Wir fahren in Stuttgart los und machen einen Roadtrip. Wir fahren mit dem Auto bis zum Polarkreis nach Schweden hoch. 3000 Kilometer. Also von Stuttgart mit dem Auto bis zum Polarkreis, bis ganz in den Norden von Schweden. Da kommen wir dann ungefähr am 29. Dezember an, sind dann da 2 Tage, feiern dort in Schweden Silvester in einer Blockhütte und am 2. Januar oder so geht es dann mit dem Flieger zurück nach Stuttgart. Ich liebe Roadtrips und Roadtrip zum fucking Polarkreis habe ich noch nie gemacht. Freue ich mich unnormal drauf. Das Einzige, wo ich mich gar nicht drauf freue, ist der Rückflug. Auf Fliegen habe ich mal so gar keinen Bock, aber ich muss halt zurückfliegen, weil die Autos bleiben oben. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Also dieses Erlebnis werde ich mir nicht nehmen lassen durch meine Flugangst. Und deswegen Augen zu und durch. Aber das wird auf jeden Fall geil. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall eine unfassbar geile Sache. War ich schon 4 Mal, ist sehr cool. Ich war auch schon mal. Also ich war letztes Jahr im Februar schon in Schweden. Sehr, sehr geil. Also wir waren letztes Jahr waren wir so 100 Kilometer vom Polarkreis entfernt ungefähr. Mit Polarlichter und alles ist schon unfassbar geil da oben, wirklich. Also ich muss sagen, ich bin auch, okay, wir können, wo sind wir? Sind wir in 2 oder sind wir in B? Nee, wir sind in 2, okay, das heißt, wir können praktisch nur nach unten fahren. Oder was passiert, wenn ich in die 2 fahre? Gar nichts, okay, also. In Schweden wohnt meine Tätowiererin, kann ich mitkommen? Ja, selbstverständlich. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Fahr mit, ich setz dich irgendwo ab. Du schuldest mir eh noch Tattoos. Nee, ist, klar. Hallo, Ben Smith. Herzlich willkommen im Stream. Dann solltest du die Dusche mal säubern. Ich guck mal, wenn ich's schaff, dann kriegt ihr dieses Jahr einen Stream aus Schweden. Wenn ich da oben Netz hab und wenn es zeitlich passt, und weil da oben bist du immer relativ stark ausgelastet. Dann kriegt ihr einen Stream aus Schweden dieses Jahr. Und wenn es nur ein kurzer ist, lass es eine Viertelstunde sein oder eine halbe Stunde, bis alle hier sind oder so. Aber dann ballern wir einen schönen Stream aus Schweden rein. Mal gucken, vielleicht streame ich auch einfach die Fahrt, so Montana Blackstyle. Weil wir fahren ja 3000 Kilometer mit dem Auto da hoch, ne? Wir sind ja locker 3-4 Tage am Roadtrippen da nach oben. Vielleicht schmeiße ich auch einfach im Autostream an und wir quatschen ein bisschen, während wir da hochfahren. Vorsicht vor der Fischi. Ihr könnt mich in Arvidsjaur lassen. Hey, warte mal, von Arvidsjaur geht mein Flug zurück. Da fahren wir durch. Wir sind direkt bei Arvidsjaur tatsächlich.
Als ob, ja, kein Scheiß. Also wir sind nicht in Arvidsjaur, aber von Arvidsjaur ist die nächstgelegene, das ist der nächstgelegene Flughafen. Und von da aus werden wir zurückfliegen, wenn wir vom Polarkreis oben wiederkommen. Ja, die Welt ist so klein, Junge, ne? Aber ich glaube, Schweden hat halt nur zwei Flughäfen, ne? Und das ist wahrscheinlich einer davon. Der andere ist in Stockholm oder so. So, Pumpenraum ist zu. Aber es ist schon wieder unschön hier irgendwie, ne? Also. Hey, der Deal war, ich lasse mir Jäger-TT auf den Unterarm tätowieren und du bezahlst mir noch zwei weitere meiner Wahl. Ein weiteres deiner Wahl, hatten wir gesagt. Bitte nicht die Tatsachen verdrehen hier, sonst verdrehe ich dir den Arm. Dann kannst du auch mal in Rendsburg vorbeikommen, du Held. Also, Ein Stopp auf dem Hinweg wird in Kiel sein. Wir haben einen relativ straffen Zeitplan beim Hochfahren. Ein Stopp auf dem Weg nach oben wird in Kiel sein. Wenn einer von euch aus Nähe Kiel kommt, dann ist jetzt der Moment, wo ihr mir schreiben könnt, hey, komm vorbei. Und der zweite Stopp, den wir nach oben machen, ist irgendwo Beginn Mitte Schweden. Also geplant sind mal so 3 bis 4 Tage. Ein Stopp Kiel, ein Stopp Schweden, eventuell dann noch ein Stopp irgendwo in Schweden. Aber eventuell fahren wir dann auch am dritten Tag alles bis nach oben durch, also bis zum Polarkreis. Je nachdem, wie gut wir vorankommen und alles. Kiel ist 30 Minuten von mir weg. Okay, Filat, dann sehen wir uns kurz vor Silvester. Dann machen wir das. Wenn das eine halbe Stunde weg ist, dann komme ich definitiv bei dir vorbei. Angela! I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest, Mama. What's wrong? Hey Junge, aber wie geil wird es, Filat, wenn ich wirklich bei dir vorbeikomme? Hab ich ja mal richtig Bock drauf, Junge. Wir machen auf jeden Fall ein Bild und es kommt in Discord. Da sehe ich mich. Das machen wir. Das steht jetzt. Das steht, da kommst du nicht mehr raus. Das machen wir auf jeden Fall. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No. Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me, heal all my pain. Also was es mit ihr auf sich hat, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Also wir hatten ja das mit ihrem Vater, den hatten wir als Boss und was er ihr angetan hat und so. Aber in welcher Verbindung steht sie zu ihm? Das check ich nicht. Was haben die miteinander zu tun? No, I won't. Saving it for yourself. Ich
keiner Verbindung. Ja, aber sie ist ja auch ein Teil von seinem... von seinem Albtraum hier, von seiner Psyche. Ihre Mutter hat halt in Silent Hill gewohnt. Ah, okay, okay. It's hot as hell in here. Nein, ist sie nicht. You see it too? Psyche? Ja, Psyche. For me it's always like this. Boah, krass. Die Cutscene war echt deep jetzt. Die Cutscene war wirklich deep. Die war richtig traurig, wenn man weiß, was passiert ist. Also, wenn man weiß, warum sie sagt, was sie sagt und was ihr Vater ihr angetan hat und so, dann war die Cutscene echt crazy deep. Warte, was habe ich verpasst? Was ist mit Kiel? Ja, ich wäre noch drauf eingegangen. Ich wollte nur nicht in die Cutscene reinlabern. Ich habe deine Nachricht gesehen. Ich mache kurz vor Silvester ich einen Roadtrip zum Polarkreis nach Schweden, ganz in den Norden mit Melanie. Und da fahre ich durch Kiel. Da ist der erste Zwischenstopp in Kiel. Und es kann sein, Filat, dass ich am 28. in Kiel bin. Dann könnten wir uns noch sehen. Und wenn ich eh durch Kiel fahre, dann werde ich beim guten Herr Filatson vorbeischauen. Ah, okay, hier sind wieder Gegner. Super, also es ist noch ein bisschen dunkler geworden. Es ist noch ein bisschen dunkler geworden hier. Aber Filat, ich check mal den Zeitplan ab und dann gebe ich dir Bescheid auf jeden Fall. Wenn du am 28. da bist, kannst du erst bei mir vorbei und dann nach Kiel fahren. Ja, ja, klar, das ist mir dann egal. Das macht ja eh mehr Sinn so rum. Aber das ist mir dann auch egal, ob ich jetzt... ob ich erst nach Kiel fahre und dann zu dir komme oder andersrum, das... da bin ich dann relativ entspannt, tatsächlich. So, hier dürfte keine Puppe sein, sonst hätte meine Taschenlampe geflackert. Das hat sie nicht getan. Von dem her bin ich jetzt relativ entspannt momentan. .312 kann aufgeräumt werden. Stark, der hat auch seinen Lebenswillen verloren. Der hat sich nicht gewehrt, der ist einfach nur hocken geblieben. Auch gut. So, den haben wir. Da schauen wir gleich rein und einmal ganz kurz gucken, ob hier hinten noch was ist. Loot? Nein? Okay, let's go. Schau dir mal die Viecher jetzt genauer an. Ja, das ist mir gerade schon aufgefallen beim ersten. Da habe ich mir aber noch nichts dabei gedacht. Die wehren sich nicht mehr, ne? Die kauern einfach nur noch auf dem Boden. Die greifen mich nicht mehr an. Die wehren sich irgendwie nicht mehr. Ich wohne in Flintbeck, das ist 10 Minuten von Kiel und ich arbeite in Kiel. Krass, okay. Dann machen wir am 28. Dezember einfach ein Community-Treffen in Kiel, Alter.
Du, ich und Filat und alle anderen, die nicht in Kiel wohnen, kommen bitte auch nach Kiel am 28. Dezember. Also offiziell, 28. Dezember, Community-Treff in Kiel. Ne? Save the date. Ihr kleinen Racker. Wer nicht da ist, wird gebannt. Warte, okay, jetzt bin ich irgendwie im Kreis gelaufen. Das war jetzt irgendwie weird. Okay, der ist schon tot. Muss er wissen. Ah, durch die Gänge hier laufe ich mal lieber mit der Pampe. Hier passiert irgendwas. Das ist nicht ohne Grund hier. Das ist nicht ohne Grund hier, diese Verengung. Das muss irgendwie... Na gut. Hä? Was ist das denn? Was, kann ich hier 9-mal speichern oder was? Hat das irgendeine Bedeutung hier? Spielen wir hier Tic-Tac-Toe oder? Ich glaube, jetzt kommt der Endboss. Ich glaube, wir sind beim Endboss. Wahrscheinlich der Pyramidenkopf oder irgendwas, aber jetzt kommt der Endboss. Mark my words. Ich hoffe, du meinst Dezember? Ja, meine ich. Dezember. Setze einen Kreis bei L3, was soll das bedeuten? Zwei Pyramidenköpfe. What? Wo kommt der zweite her? Warte, ist das Mary oder ist das Maria? Alter Junge, ist das Game krass jetzt. Also wie crazy dieses Game jetzt wird am Ende. Holy shit, Alter. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over. I don't need you anymore. Aber guck mal, er hat Mary getötet. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, dieser Pyramidenkopf ist so seine innere Schuld, dass er sie umgebracht hat. Und was passiert? Wir haben eine Cutscene. Wir haben eine Cutscene, in der dieser Pyramidenkopf Mary umbringt. Also genau das, was ich praktisch vorhergesagt habe. Boah, er holt so lange aus, ne? Boah, Alter, der Schlag war... Der wirft das Ding? Boah, er ist ja krass, Digga. Er ist ja ultra krass unterwegs. Oha! Chill! Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich den Damage mache. Ich glaube schon, ne? Also. Wie soll ich beide dodgen? Digga. Der
der ist super asozial, der Move. Es geht halt nicht. Du kannst nicht beide dodgen, leider. The fuck? Hätte ich hier auch wieder einfach nur überleben müssen lang genug? Habe ich denen gar kein Damage gemacht? Kann das sein? Zerstöre das, was du nicht brauchst. Wir haben Erfolg bekommen. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so verwirrt war. Digga, wer ist er denn? Ein scharlachrotes Ei. Und ein rostfarbenes Ei. Chat, wem seine Kronjuwelen habe ich da gerade aufgehoben? Wo kommt das andere rein? Oh, Madison. Gibt's hier noch was? Da kommt das andere Egg rein. Eggnog, Junge. Was machen wir jetzt? Ach so. Es hätte auch ehrlich gesagt gereicht, nur eine von den Türen aufzumachen, ne? Aber ist egal. Da ist auch offen. Okay, ich bin early. Ich hatte gehofft, das ist der Endboss. Und danach kommt noch eine Cutscene und wir sind durch. Das war eine Lüge. Wir sind nicht durch. Es wird noch ein bisschen dunkler erstmal. Es wird immer erst noch, also merkt euch das fürs Leben. Bevor alles besser wird, wird es erstmal noch ein bisschen schlimmer. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Bitte jumpscare mich nicht. Well, what are you looking at? Ich will einfach nur dieses Game durchspielen. Bitte jumpscare mich nicht nochmal. Get out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. Boah, ich muss wirklich sagen. James. Wait. Please. Die Story gibt mir schon ein bisschen Gänsehaut, also. Die Story hat mich jetzt schon wirklich, war die ganze Zeit gut, aber so die letzte Stunde, krasse Entwicklung. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass es mich hier noch so abholt am Ende. Yeah.
Also man kann ja über das Gameplay hier sagen, was man will von dem Game, aber gerade jetzt die letzten 2-3 Cutscenes waren schon crazy. Okay, also es kommt auf jeden Fall noch ein Kampf. Also ich glaube, der Endboss kommt noch. Das gerade war nur so ein bisschen vorgeschobener Endboss, sonst würden wir jetzt hier nicht nochmal so viel Munition finden. Irgendwas passiert noch. Ja, hier liegt ultra viel Shit rum. Okay, gleich geht's ab. Gleich wird's dreckig abgehen. Sonst würde hier nicht so viel Stuff rumliegen. Die Form zwingt den... Ach, guck mal, das ist diese rote Kachel, wo wir immer speichern. Lol. Muss ich ins Wasser? Nee, okay. Wir müssen nach oben. Du bist safe aus diesem rostfarbenen Ei geschlüpft. Ja, und du aus dem Scharlachroten. Der Pyramidenkopf ist eine Manifestation jenes Teils von James Bewusstsein, welcher fühlt, dass er Bestrafung verdient hat. Mit anderen Worten, dessen fleischgewordene Schuldgefühle. Das ist 1:1, was ich vorhin gesagt habe. Das ist 1:1 meine Theorie zum Pyramidenkopf. Genau das habe ich vorhin gesagt. Das Auftauchen des zweiten Pyramidenkopfes wurde laut oft geäußerter Meinung durch James Schuldgefühle wegen Eddie Dombrowskis Tod verursacht. Demnach erzeugt James Psyche einen neuen Bestrafer für jeden Tod, den er verursacht. Aber das ist nur so eine Fanfiction, oder? Also kann natürlich gut sein, aber das ist dann wahrscheinlich einfach so eine Fantheorie. Aber würde schon Sinn machen. Aber ich weiß nicht, ob wir Eddie wirklich getötet haben, ne? Also irgendwie ja schon, aber irgendwie war Eddie ja auch böse und hat uns angegriffen und nicht andersrum. Wir haben uns ja einfach nur fucking verteidigt. Dafür müsstest du ja theoretisch keine Schuldgefühle haben, ne? Also er war in einem fucking Fleischerhaus und hat uns angefangen abzuballern mit einem scheiß Revolver. Willst du noch was zu Maria wissen? Ich weiß nicht, wenn du irgendwelche geilen Infos hast, dann hau raus. Alter, wie hell es hier auf einmal ist, ne? Leute, lasst gern ein Follow da, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Bock habt aufs restliche Gameplay, schaut auf meinem YouTube vorbei. I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James. Aber sie ist schon hübsch. What's wrong? Aber Maria war besser, Chat, sind wir ehrlich. I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go.
Ist sie der Endboss? No. What? I won't let you do this to me. Hey, warte. Das, was Nina sagt. Sie ist doch Mary. Maria war doch die mit den roten Haarspitzen. Das war doch Maria. Und das hier ist doch Mary. Das hier ist doch unsere Frau. Oder nicht? Warum steht hier in den Untertiteln Maria Doppelpunkt, wenn sie redet? Der Untertitel war gerade Maria Doppelpunkt, als sie geredet hat. Aber dann stimmen die Untertitel nicht. Da stand Maria. Aber sie ist ja Mary. Dann sind die Untertitel falsch beschriftet. Oder gibt's dafür eine Erklärung? In der ersten Szene sieht man ein Poster auf dem Klo, wo James... Auf dem Klo, wo James ist, von Maria. Daher geht man davon aus, dass er Maria in diesem Moment erschaffen hat. Aber genau kann man das nicht sagen. Aber warum hier jetzt bei den Untertiteln Maria Doppelpunkt steht, kann mir auch keiner sagen, oder? Und nicht Mary. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Filat, sollen wir bitten alle um Erklärung? I can't. What the fuck? Warum ist sie auf einmal verkehrt rum? Weil das auch Maria ist, als sie... Ach du Scheiße. Yo! Das kann die auch? Shit, it's Spider-Man. Och nö, ich fand es cool da oben eigentlich. Ich hätte auch gern da oben zu Ende gekämpft, ne? Also. Oh fuck, das hier mag ich nicht. Das hier mag ich nicht. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Bro, wo ist sie denn?
So, jetzt müsste die wieder irgendwo runterkommen, oder nicht? Hallo? Mann, das dauert mir alles zu lange hier. Was macht sie denn? Schatz? Vielleicht bewege ich mich auch zu viel. Also vielleicht muss ich immer kurz stehen bleiben, damit sie an der Stelle runterkommt, wo ich halt gerade stehe. Also wenn ich mich bewege, verwirrt sie das eventuell. Aber ich glaube, der Punkt wird kommen, an dem sie ganz runterspringt und mich hier unten verfolgt. Hallo Halba! Scheiße. Oha, chill, bitte, chill, chill, chill. Heil dich doch! Schon schnell, Alter. Nein! Ich weiß nicht, ob ich auf die Pumpgun umsteigen soll. Okay, wir haben ja nur noch 3 Schüsse für das Jagdgewehr, jetzt auch egal. Nice, nice, nice. Was kommt jetzt? Phase 5. Oh, haben wir sie? Oder steigt sie da jetzt raus und flippt komplett aus? Oh, ich glaube, wir haben sie. Was ein Fieberfight. GG. I miss you so much. Halber, wie geht's dir? I tried. I really did, but I can't. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want.
But I guess it doesn't matter anymore. You... You're not here. Are you? In my restless dreams, I see that town. Ich glaube, er hat sich umgebracht. Ich glaube, er ist mit dem Auto irgendwo gegen einen Baum gefahren oder so. But you never did. Der Geräuschkulisse nach. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Ganz kurz, das heißt aber, wir hören jetzt Mary, wie sie erzählt, wie sie in diesem Krankenhaus liegt und die Decke anguckt und sie will das alles gar nicht mehr und sie fühlt sich so hässlich in diesem Krankenhausbett und sie kann nicht mehr aufstehen und wie schlecht es ihr geht und alles. Das heißt aber, er hat sie vielleicht nicht mal umgebracht für sich selber, weil er mit ihrer Krankheit nicht klarkam, sondern vielleicht hat er sie auch umgebracht, weil sie einfach nicht mehr leben wollte, weil sie sich, weil es ihr so beschissen geht und sie sagt, ich werde hier sowieso nie wieder aus diesem Krankenhausbett aufstehen und ich möchte eigentlich gar nicht mehr leben, weil es hat eh keine, vielleicht hat er sie auch in Anführungszeichen für sie umgebracht, weil sie gar nicht mehr leben wollte. Macht sich aber trotzdem jetzt so krasse Vorwürfe, dass er es getan hat, dass er sich jetzt wirklich gerade, dass er gerade echt mit dem Auto irgendwo gegen einen Baum gefahren ist. Viele hat deine Nachrichten, lese ich noch vor. Ich will nur kurz die Cutscene zu Ende gucken. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. Und jetzt steht auch in den Untertiteln wirklich Mary. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world.
Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. Oh mein Gott, Junge, was... Und manche Leute sagen, das Ende von Red Dead Redemption 2 ist traurig. Nein, Spaß beiseite, aber das war jetzt schon... Das Ende war schon hart zu verkraften. Junge, halber Alter. Also das war schon bedrückend jetzt. Also... Ich finde, das Wort trifft es auch sehr, sehr gut. Es ist ein sehr bedrückendes Game. Es ist ein sehr, sehr bedrückendes Game, wirklich in jeder Hinsicht. Also von der Atmosphäre her super bedrückend, dauerhaft. Das Ende war jetzt auch ultra krass. Also das Ende war jetzt auch wirklich ultra krass von, also dieser Brief gerade eben, der war wirklich, der hat mich echt fertig gemacht. Game vorbei. Das hätte ich jetzt, das hätte ich auch vielleicht sogar selber erkannt. James gesteht seine Schuld ein, doch Mary stirbt, bevor ganz klar wird, ob sie ihm vergibt. James kann mit seiner Schuld und ohne seine Frau nicht weiterleben. Er fährt möglicherweise mit Mary im Kofferraum in den Toluca Lake und begeht Selbstmord, um wieder mit Mary vereint zu sein. Krass. Es war James, der Mary getötet hat, indem er sie mit einem Kissen erstickte. Dann nahm er ihren Körper und brachte ihn nach Silent Hill. Laura folgte ihm, indem sie sich im Kofferraum des Autos versteckte, während Marys Körper auf dem Beifahrersitz saß. Auch Eddie und Angela werden nach der Begehung von Verbrechen in die Stadt gerufen. Eddie tötete einen Mann, nachdem er wegen seines Aussehens verspottet und gemobbt wurde. Angela tötete ihren Vater, der ihr auch in ihrer Kindheit schlimme Dinge angetan hat. Laura ist ein unschuldiges Kind, daher sieht sie keine Monster. Das mit Laura ist aber auch eine Vermutung, da konnte sich die Spielegemeinschaft nicht einig werden. Es gibt mehrere Endings. Sollen wir uns die noch angucken? Lohnt sich das? Sollen wir uns die anderen Enden noch angucken? Ich gucke nie wieder deine Streams, wie traurig, ey. Aber das ist doch... Natürlich ist es traurig, aber... Für mich auch trotz allem wirklich immer wieder was Schönes, wenn ein Game Emotionen hervorruft. Sei es jetzt Trauer, aber man guckt ja auch traurige Filme. Also Trauer über ein Game, über einen Film ist ja nicht zwingend was Schlechtes. Es gibt ja auch Dramen einfach als Serie, als Film, die ja auch traurig machen. Aber dass ein Game überhaupt Emotionen hervorruft, ist, habe ich schon mal gesagt, ist sehr, sehr selten geworden, weil die meisten Games einfach nur so hingekackt werden so und dann hier spielt mal und die Story ist scheiße und du zockst einfach und so denkst du so, okay. Aber dass ein Game wirklich von der Story her so geschrieben ist, so gut geschrieben ist, sei es ein Red Dead Redemption 2, sei es ein Silent Hill 2, ist sehr selten. Und deswegen tatsächlich für mich auch, wenn es jetzt traurig war, trotzdem immer wieder was Schönes. Also schön im Übertragenen, nicht schön, dass es traurig ist, aber
schön, dass es überhaupt irgendeine Emotion weckt, dass es so gut ist, dass das muss ja eine gewisse Qualität haben, storytechnisch und gametechnisch, um überhaupt irgendeine Emotion hervorzurufen. Sag ja nicht, dass es ein schlechtes Game ist, aber traurig. Ja, ich weiß, was du meinst. Die anderen Endings sind nicht einfach zu holen. Na, ich will die auch nicht holen. Ich frage, ob wir ein YouTube-Video angucken sollen mit allen Enden, so wie wir es eigentlich immer machen. Das haben wir bei Mass Effect gemacht, das haben wir bei... was war das letzte Game, wo wir uns die ganzen Enden reingezogen haben? Lies of P? Haben wir uns alle Enden angeguckt? Hey, hey, du hast es überstanden? Ja. Traurig zwar, aber wir sind durch. Bin stolz auf mich. Outer Wilds? Haben wir uns alle Enden angeguckt? Genau, so ist es. Ein Video mit allen Enden. Ich skipp mal die Credits. Weil jetzt... Ach, ich bin nur rausgetappt aus Versehen. Ich dachte, warum läuft denn die Mucke nicht mehr? Kann ich die Credits skippen oder kommt da noch was? Das wisst ihr auch nicht, gell? Ihr habt alle nur das Original gezockt, nicht das Remake. Egal. No risk, no fun. Ende im Wasser. Hey, es steht sogar dran, welches Ende wir hatten von den ganzen. Ende 1 von 8. Gesamte Spielzeit 21 Stunden 33 Minuten. Rückgelegte Entfernung 65.578 Kilometer. Okay, das wage ich zu bezweifeln. Gesammelte Verbrauchsobjekte 456, Notizen 55, Versuche verschlossene Türen zu öffnen 377, stark, Aufrufe der Karte 501. Geile Statistik. Getötete Gegner 407, durch Fernkampf 134, durch Nahkampf 273. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass wir mehr als doppelt so viel im Nahkampf hatten. Lieblingswaffe Stahlrohr, sehr schön. Einen Tod, Chat. Ha? Death Counter 1. Möchte ich nur mal betonen hier so am Rande, ne? Silent Hill E-Sportler. Wir hätten fast einen No-Death-Run gemacht. Ihr kleinen Fledex. Fast hätten wir einen No-Death-Run gemacht. 11 schlechter als 0? 1, nicht 11. Sag ja, die Story ist echt gut und hat eine Tiefe. Ja, definitiv. Auch wenn es wirklich sich erst am Ende so krass rauskristallisiert hat. Aber das Ende war jetzt wirklich, wirklich verdammt gut. Hallo Chaos, schön, dass du da bist. Hab es dir gesagt, 8 Enden. Weißt du, was amüsant ist? Sag's mir bitte. Du hast Zugang zum Modus neues Spiel. Hell no. Hell no. Werde ich New Game Plus zocken? Auf gar keinen Fall. Ich bin froh, dass ich einmal durch bin. Indem du zusätzliche Objekte, Grafikmodi und Enden frei. Was für Grafikmodi? See ya. Oh, I did it. Oh mein Gott. Chaos, danke für deine 10 Flammenherzen. Vielen, vielen Dank. So. Dann ziehen wir uns mal noch die übrigen Enden rein, die es gibt. Silent Hill 2 Remake All Endings. Das sieht doch schick aus. Was ist so schwer daran, beschissene Videos in 4K zu machen, Alter? Ich krieg's doch auch hin. Chaos, Junge, danke für nochmals 10 Flammenherzen. Du hast 407 gekillt, aber nur 401 durch Nah- und Fernkampf. Okay, aber wie habe ich die anderen 6 gekillt? Was gibt's noch für Alternativen? Jetzt Outlast, boah. Also wirklich, ich bin wirklich dabei, wenn wir sagen, wir zocken alle 2-3 Monate ein Horrorgame. Es ist für mich so eine kleine Qual.
Aber für euch quäle ich mich dadurch. Aber definitiv nicht hintereinander. Auf definitiv, ich brauche jetzt irgendwas Schönes. Ich muss jetzt irgendwas Schönes zocken, irgendwas Entspannendes. Wenn ich jetzt nochmal ein Horrorgame zocke, dann zocke ich, glaube ich, in einer Woche überhaupt nichts mehr. Dann beende ich meine PC-Game-Karriere. Applaus, ein weiteres Game gemeistert wie ein wahrer Jäger. Danke halber. Ich bin für mehr, ich bin für mehr Enten. Enten. Jetzt mecker mal nicht, wer meckert. So, also, hey, alle Enten vom Remake. Das ist das Leaf-Ending. Okay, warte. Ich will ganz kurz gucken. All-Ending-Cutscenes in 4K. Okay, wir nehmen ein anderes Video. Alles gut. Ich weiß, ihr seht sowieso kein 4K. Das sehe nur ich. Ihr seht, für euch macht es keinen Unterschied, aber dann kriege ich keinen Augenkrebs. So. Chaos, danke für 3 Geister. Das ist die Frage, wie ich 407 Gegner getötet habe, aber nur 401 durch Nah- und Fernkampf. Ich kann es dir nicht sagen, ey. Wo die 6 geblieben sind. I miss you so much. I tried. I really did, but I can't. Just can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want. But I guess it doesn't matter anymore. Okay, das würde ich einmal skippen, weil das war das Ende, das wir gerade hatten. Wir fangen mit dem zweiten an und das ist Maria. Wir brauchen ja nicht zweimal dasselbe Ende angucken. James. I've been waiting. It's been so long. Didn't you want to see me? Yes, more than anything. You're all I ever wanted. That's not true, is it? Mary? You killed me, James. Okay, das beantwortet die Frage, ob er sie vielleicht getötet hat, weil sie es so wollte. Anscheinend nicht. I did. I just. I couldn't bear to see you suffer. Don't make excuses. I know how you saw me, how you felt. You really hated me. Didn't you? It's true. I may have had some of those feelings. It was a long 3 years. I was so tired. I guess I understand. I know I was a burden. You wanted a long, happy life. Something I couldn't give. Das ist halt schon die übelste. Die übertrieben traurige Ausgangslage hier. Mary, please, if I could. No, James. Those were the last precious moments I had. How could I ever forgive you? Okay, also anderes Ende, aber derselbe Bossfight im Endeffekt.
Hat er gerade eine scheiß Kettensäge gehabt? Hat er eine fucking Kettensäge? Warum hat er eine Kettensäge, Alter? Warum habe ich keine Kettensäge? Ach, die kriegst du wahrscheinlich erst im New Game Plus, kann das sein? Also nächstes Game, Animal Crossing. Tierkreuzung. Ich bin wirklich kurz davor, ne? Ich bin wirklich ganz, ganz kurz davor, Animal Crossing zu spielen. Kettensäge nur im NG Plus? Okay, okay. Das ist jetzt aber Maria. Ja, ja, ja. What is this? It's what you've been looking for. Let's go. Ob es wenigstens ein gutes Ende gibt, ich glaube nicht. Das passt nicht zu dem Game. Also ich glaube es nicht. Aber wir können ja danach mal drüber reden, welches das beste Ende in Anführungszeichen wäre. Sag mal, Halber, du warst vorhin nicht da. Wohnst du zufällig irgendwo in Nähe Kiel? Ich erkläre dir auch nachher, warum ich frage. Maria hustet gleich. Also muss er wieder dasselbe durchleben. Better do something about that cough. Okay, also das Ende ist genauso beschissen. Er lässt sich mit Maria ein, was ja erstmal nicht verwerflich ist. Sie hustet, wird auch wieder krank und im Endeffekt ist es ein ewiger Kreislauf. Also er muss nochmal durch dieselbe Scheiße durch. Auch kein gutes Ende. Ey Jäger, nimmst du mich mit nach Kiel? Kann ich machen, aber du musst halt irgendwie wieder zurückkommen, ne? James hat sich bei dem Ende nicht geändert. Ich lebe im Ruhrgebiet. Boah, hör mir auf mit Gebieten. Keine Ahnung, wo das Ruhrgebiet ist. Dortmund, oder? Nein, ich bin kurz vor Silvester bin ich in Kiel, weil wir da einen Roadtrip machen zum Polarkreis hoch, ganz nach Nordschweden. Und ich werde Filat besuchen auf dem Weg, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und ich dachte vielleicht, wir wollten ja auch schon mal eine Pfeife zusammen rauchen. Vielleicht bist du irgendwo auf dem Weg, dann wäre ich vorbeigekommen. Oder wir hätten uns zu dritt getroffen. Weil mit Filat, mich alleine mit Filat zu treffen, habe ich ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, ob ich da lebend wieder rauskomme. Deswegen hätte ich gern Zeugen dabei. So, wie heißt das Ende? Am häufigsten mehrfach wiederholt. Nein, Bliss. Das ist das Bliss-Ende, was auch immer das bedeutet. Ruhrgebiet ist in Nähe Dortmund, korrekt? Wusste ich doch. Ich bin Geografie-Ass. Leider nicht, in Kiel war ich mal ein Auto abliefern. Dann kommt der Bonzenjäger erstmal in meine Hundehütte. Alter. Come on. Mann, das ist so traurig, wenn wir nebenher über was anderes reden und ich dann lachen muss, habe ich jedes Mal fühle ich mich schlecht. Weil das hier so fucking ernst und serious und traurig ist. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. Ja, das haben wir doch gesehen, das Video. I think I can see why. It's too bad we have to leave.
Das Video haben wir doch auch angeguckt. Das war das, wo er sie umbringt am Ende. Oh, ist das das gute Ende? Das hatten wir nicht. Bei uns hat er sie jetzt umgebracht in dem Video. Das hatten wir nicht hier. Come on, we need to finish packing. Boah, er hat gerade sogar gelächelt. Dass ich das nochmal erleben darf. James, honey, did something happen? Oh, no, it's fine. Everything's fine. Gutes Ende? Alle sind glücklich. Was mich halt auch interessieren würde, aber das übersteigt jetzt hier das sprengt hier den Rahmen. Was musst du tun, um die Enden zu bekommen jeweils? Das fände ich auch super interessant. Also wie erreichst du ein bestimmtes Ende? Was musst du dafür? Musst du ein bestimmtes Item im Inventar haben? Musst du irgendwie, keine Ahnung, darfst du keine Gegner töten, sondern musst nur durchrennen und dann kriegst du irgendwie ein gutes Ende? Oder das fände ich auch noch interessant. Das google ich vielleicht mal auf Stream oder so. So, was haben wir jetzt? Stillness. Stille. Es gibt Schlüsselereignisse. Na, was heißt das? I really did, but I just... Sag mal, Chaos, kann das sein, dass eigentlich völlig scheißegal, welches Game wir zocken, du bist hier und du weißt alles über das Game. Egal, was wir spielen, du bist hier und erklärst es. Gibt's ein Game, das du nicht gespielt hast, Chaos? Oder hast du alles gezockt, was es gibt? I can't go on without you. Gibt einige. Okay, das hatten wir auch, glaube ich, wo er im Auto sitzt und danach in den See fährt. Aber Horror und Dark Fantasy ist mein Genre. Okay, bei uns saß sie nicht im Auto. Ist das Mary oder Maria? Ich glaube Mary. Ich glaube, Maria hatte lackierte Fingernägel. I miss you so much. I'm sorry. I am so, so sorry. Boah, wie krass gut auch das Voice Acting ist, also. It's okay. Also die Musik, das Voice Acting 10 von 10, wirklich. Das ist das, was es auch so traurig macht, dass es einfach so authentisch ist. Will you wait for me? James. I've always been waiting for you. Ein Ende musst du zum Beispiel Marys Brief immer mal wieder anschauen und ihr Bild und so. Boah, krass, Alter. Aber das musst du natürlich auch erstmal rausfinden, ne? Dass du damit ein Ende freischaltest. Also, bis du das mal rausfindest. Da kommt ja, das ist auch wieder sowas, wo kein normaler Mensch drauf kommt. Dass ich irgendeinen Brief im Game immer mal wieder alle Stunde aufmachen muss, um dann ein Ende freizuschalten. Eventuell ist Chaos auch der König der Spiele und nur Games, die er gespielt hat, dürfen überhaupt erst in den Verkauf. Die Theorie gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine verdammt gute Theorie, halber. Guter Punkt. James.
Du darfst in Silent Hill 2 nur mit bestimmten NPCs interagieren. Manche darfst du gar nicht treffen, andere musst du so oft treffen wie möglich. Ist sehr komplex. I know what you are. What does it even matter? Wie heißt das Ende? I'm here for you. Rebirth. You're not her. She's gone. And she's not coming back. You're wrong. There's a way. I can still bring her back. What? No, that's not true. But before I do, I need to kill that part of me that still clings to you. Who the hell do you think you are? You don't get a say in this. Not anymore. Like it or not, I am here now. And I won't let it end like this. Er mit seiner scheiß Kettensäge, Alter. Okay, das ist wahrscheinlich dieser Toluca Lake, hätte ich jetzt gesagt. Ich fühle mich geehrt. Das kannst du auch. Mary. You look so peaceful. Forgive me for waking you. But without you, I just can't go on. Für dieses Ende musst du bestimmte Items im Game finden. Silent Hill. The old gods haven't left this place. And they still grant power to those who venerate them. Nier Automata ist ja auch so ein krasses Game. Das musst du irgendwie 7-mal durchspielen für alle Enden. So, die Enden werden kürzer. Außer, oha, das letzte Ende ist irgendwie... What the fuck? 20 Minuten. Was soll denn das sein? So, Hunde... Warte, was? Was passiert hier? Was geht denn jetzt ab, Alter? Warum redet... Alter, sorry. Was ist jetzt los, Alter? Warum redet der auf einmal fucking Koreanisch, Alter? Jetzt hat James komplett den Verstand verloren. Aber warum redet er Koreanisch? Warum hat sich die Sprache verändert? Und warum sitzt da ein scheiß Hund mit Headset, Alter? Was ist das für eine Sprache? Oder redet er einfach rückwärts? Es ist Rückwärtssprache. Das klingt so, wie wenn du ein Video rückwärts abspielst, so eine Audionachricht. Dieses Ende bekommst du nur, wenn du das Game schon einmal durchgespielt hast und das Ende von davor hattest. Alter, Mann, Digga, was geht denn ab, Junge? Einfach ein Gag der Entwickler.
Alter, die Credits-Mucke. Der Anfang von der Credits-Mucke war schon... UFO-Ending. What the fuck? Aber ganz ehrlich, cringe, aber witzig. Ja, wirklich so. Ich muss auch sagen, klar, es ist ein ultra trauriges Game und so, aber dass du dich selber trotz allem nicht allzu ernst nimmst und dann trotzdem nochmal so einen Gag mit reinbringst, finde ich allein das finde ich schon mega cool. Allein das ist schon... Ending beste. Bro, what? Nein, no, bitte einfach von Aliens entführt werden. Das ist einfach ein harter Fiebertraum, Alter. Alter. What the fuck? James ist der OG James. Why not? Du bist in der Zwischenhölle, aber ein UFO kann dich dennoch entführen. Finn. Aber wo ist dann Space Mary? So, jetzt kommt ein Ende, das würde ich vielleicht ein bisschen abkürzen. Das geht 20 Minuten. So, bis hierhin doppelt sich alles. So, das war alles doppelt und wir sind wieder in dem Raum bei Mary. So, das Gespräch hier hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja, das kennen wir. Wir können endlich zusammen sein. Für immer. No. James? Honey? What's wrong? I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. Okay, das hatten wir auch selber im Game. This has to stop. Okay, wir jumpen mal. Er fightet sie. Ist da der komplette Fight hier mit drin, oder was? Ja, okay, das. Kein Wunder, ist das Ende so lang.
Das war ja aber bei den anderen nicht, ne? Die anderen waren besser geschnitten. So, wo wird's interessant hier? So, hier besiegt er sie? Ja, okay, alles klar. Okay, ab hier ist neu. Mary. Hey, handsome. Ist das das Video, wie wir... Sehen wir jetzt, wie er sie umbringt? I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. Mm-hmm. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. Bro. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? Das ist einfach noch trauriger, ja. What you've been looking for. Vor allem, ich hatte ja keine Ahnung, was auf uns zukommt, ne? Ich bin ja in das Game rein, ich dachte, es ist einfach irgendein Horror-Zombie-Game. So, dieser Standard. Also schon gut gemacht und so, aber... Dass der Shit so deep geht... Ich hatte ja keine Ahnung. Es geht immer noch hier. Tschüss. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Hallo Bella. I promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know. I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. Das hatten wir auch. Den, die Ansprache hatten wir auch, aber da, wir hatten ein anderes Bild dazu. Wir hatten diesen Briefumschlag. I go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance.
Also wir hatten nicht diese Bilder dazu. I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that, as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. Geht er mit Laura zu ihrem Grab? Krass. Kommt mir, by the way, vor, als wäre es ewig her, dass wir in Silent Hill angekommen sind. Obwohl es 22 Stunden oder 23, was auch immer wir hier verbracht haben, gar nicht mal so lang sind, kommt mir das vor, als wäre das ewig her, dass wir angefangen haben, dieses Game zu zocken. Krass. Krass. Okay. Dann sind wir durch. Der Nebel ist der nach Demon's Souls. Direkt der erste Dämon jetzt. Holy shit. Also. Fazit. Das Ende muss ich wirklich sagen. Das Ende hat meine Meinung von dem Game extrem gehoben nochmal. Also es war davor schon ein gutes Game, ich habe es immer wieder wiederholt. Für mich trotzdem Resident Evil noch ein Ticken besser, auch wenn Resident Evil nicht so eine geile Story hatte wie das jetzt hier am Ende. Also das Ende hier hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel ausgemacht an der Gesamtqualität des Games, muss ich sagen. Weil das Ende so gut war, so deep ging, hätte ich niemals gedacht beim Zocken, aber krass. Ja, Gameplay-technisch für mich einfach, ich persönlich, persönliche Präferenz, ich finde einfach Resident Evil geiler. Ja. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Ja, aber trotzdem, ja, verdammt gutes Game. Ich werde es nicht nochmal spielen, weil Horror-Game einmal reicht mir da. Aber, ja. Was, Pascal geht schlafen? Filat geht schlafen? Ah, so, meine Lieben, ich verlasse euch dann jetzt. Danke, dass du das Game gespielt hast, sehr gerne.
Waren echt mega gute Streams und ich freue mich auf das nächste Game. Schlaf gut und hau rein. Fila, danke für den Vorschlag deinerseits, dieses Game zu spielen. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Du wirst nichts verpassen. Wir machen jetzt auch Feierabend. Ich muss das alles jetzt erstmal verarbeiten, was wir gerade gesehen haben. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Fila. Genau, und damit sind wir schon am Punkt. Ich werde jetzt offline gehen, weil ich möchte jetzt nicht für ein, zwei Stunden ein neues Game anfangen. Ich will auch erstmal hier Silent Hill das Ende noch ein bisschen verarbeiten. Ich gehe jetzt erstmal so, weiß ich nicht, vielleicht so eine halbe Stunde unter der heißen Dusche weinen. Weißt du schon, welches Game du als nächstes Projekt anfangen wirst? Ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge. YouTube, danke an alle, die dabei waren und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bis zum nächsten Mal.